Heute müssen wir Moos schlimme Schulnoten überleben. Wir sind nämlich bei ihm in der Schule und wir müssen nachsitzen. Wenn ihr die anderen coolen Spiele nicht verpassen wollt, dann schaut unbedingt bis zum Ende. Los geht's! Hey, yo. Wo sind wir, Alter? Das sieht ja richtig cool aus. Und guck mal, hier sind so Spinte, die mache ich alle mal auf. Und ich habe ein Stück Käse gefunden. Und ich habe einen Baseballschläger gefunden. Was? Und hier ist noch so ein Hammer. Aua, hör auf. Ich habe jetzt noch eine Banane gefunden, noch einen Hammer gefunden. Man kann auch so Essensachen und sowas finden, ne? Alter, ich habe so viel Essen jetzt schon. Das Ding ist, Leute, das musst du auf jeden Fall alles einsammeln, Kasper. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja. Weißt du, ich dir mal was sagen? Wir sind ja hier heute in der Schule. Und ich will auf jeden Fall der beste Schüler werden auf der ganzen Welt. Ich werde auch heute der beste Schüler auf der ganzen Welt. Ich werde mich heute echt anstrengen im Matheunterricht. Ich hab Geld gefunden. Es klingelt. Oh nein. Schnell. Was haben wir jetzt? Wir müssen zu Dingens. Geschichtsunterricht startet. Nicht Gym. Du bist bei der Turnhalle, nicht Gym. Oh mein Gott. Hier, okay. Geschichtsunterricht, schnell. Ja, ich komm rein. Du musst dich beeilen, sonst kommst du nicht mehr rein. Kass, wir müssen $20 sammeln, um an diesen blöden Mobber vorbeizukommen. Ah, okay. Was ist da noch? Banane. Hier noch Kaffee. So, nehmen wir doch mit. Hier sind auch noch ganz viele Schränke hier hinten. Ne? Oh, Geld hier. Alter, voll viel Kaffee. $7 habe ich schon. Ey, das müssen wir alles mitnehmen jetzt hier, ne? Oh, ich habe auch $12 jetzt schon. Sehr gut. Apfel und Käse. Wann geht der Unterricht los? Hey, ich habe voll viel eingesammelt jetzt schon. Ne? Oh Gott, es geht los, guck mal. Oh Gott. Ist hier. Jetzt sitze ich vorne. Ja, ich will nicht vorne sitzen. Und siehst du da, was rechts da an der Wand ist? So ein Häschen. Let's go, Rabbit. Weißt du, wer das ist? Guck mal, Kaspar. Wer ist das? Wer ist das da rechts? Das ist das Schulmaskottchen und wir werden jetzt gerade schlauer. Mhm. Unser Mental Health unten links, siehst du, das ist sozusagen, wie schlau wir sind. Das geht jetzt die ganze Zeit hoch, solange wir hier im Unterricht sind. Ja, okay, ich sehe das. Interessant. Der hat ein Spuckrohr. Ich will auch so ein Spuckrohr. Hey, hör mal auf da. Ah, guck mal. Oh, ich habe auch so eins. Je mehr wir lernen, desto gesünder ist quasi unser Gehirn. Also dieses Mental Health. Wo ist das her? Hey. Auf dich hier. Wo hast du das her? Hast du davon? Das habe ich gefunden, das war irgendwo einfach. Ist es das da vorne? Ey, Mann, Hallo, nicht im Unterricht rumlaufen. Ja. Hinsetzen. Oh, schon vorbei. Gott, endlich vorbei. Der langweilige Geschichtsunterricht. So. Ja. Mann, Alter, war langweilig, aber wirklich. Okay, lass in die Cafeteria gehen. Also, genau, wir können jetzt hier nämlich hier schön hingehen, ein bisschen. Oh, wir können ja auch Essen kaufen, ne? Ich habe auch Hunger, muss ich sagen, aber ich habe genug Essen dabei. Ich brauche gerade auch nichts, ne? Also ich gucke gerade, ob wir irgendwas da finden können. Die Spinne sind wieder zu übrigens, ne? Guck mal, hier ist unser kleiner Hamster. Speedy. Oder Puffy. Guck mal, es ist Puffy. Guck mal. Hm? Wer ist das? Puffy ist unser Klassenhamster. Puffy, hallo, wie geht's? Alles klar? Hey, wo sind denn jetzt hier die coolen Sachen? Im Mülleimer ist auch nichts drin. Schüler hinsetzen. Okay, es geht los. Es geht anscheinend los. Okay, ich sitze doch auch schon. Aber ich will auch so ein Spuckrohr. Oh, Mann. Oh, warte, unsere Mental Health geht hoch, ne? Unsere Gesundheit. Ja, normal geht die hoch. Wir müssen ja auch gerade schön lernen hier. So, ja, ich bin auch schon hier stark dabei beim Lernen. Und die Geschichte von dem kleinen Mädchen hat im Wald geendet. Oh, das ist auf jeden Fall sehr... Guck mal, wie es hochgeht. Wie es hochgeht. Guck mal hier, ich habe eine Banane. Siehst du das? Weißt du, was ich habe? Ich habe das hier. Hast du denn einen Käse? Käse habe ich, ja. Hast du einen Apfel? Apfel. Ey, Mann, du hast ja alles, was ich auch habe. Aber hast du einen Baseballschläger? Nee, habe ich nicht. Einen Baseballschläger habe ich nicht. Das ist ein Hammer. Das ist viel cooler. Mhm. Okay, dann, die Schule ist vorbei. Oh, Schule ist vorbei. Na, endlich, sag mal. Oh, ich hasse es, in der letzten Stunde nochmal Lesestunde zu haben. Ne? Da kann man sich gar nicht konzentrieren. Ja, ist halt echt so. Man will einfach nur nach Hause. Ist so. So, okay, lass uns. Okay. Oh, warte mal. Nein. Haben wir nicht irgendwas vergessen? Wir haben Nachsitzen, Kasper. Och nein, weil du mit deinem Spuckrohr vorgestern die ganze Zeit rumgespuckt hast. Ja, das... Ach, Mann, ey, du hast auch so laut drüber gelacht, sonst hätten die das nicht gesehen. Die hätte das nicht gesehen, hättest du nicht so laut drüber gelacht. Da. Oh mein Gott. Und zwar, hier sieht man Nachsitzen. Ich bin Brox, weil ich mit dir gekämpft habe. Oh mein Gott, stimmt. Jetzt müssen wir hier nachsitzen und darüber nachdenken. Mann, Alter, weißt du, weil du wegen dem Spuckrohr so gelacht hast, dachten die, wir haben gekämpft oder so. Was ist das für ein blödes Argument? Ey, das Nachsitzen ist total ätzend. Die Geschichte vom Psychomaskottchen. Denkst du, es kommt uns holen? Ahnung, ich frage mich auch, wo der Lehrer langsam ist. Ich meine, so langsam muss der doch mal kommen, oder nicht? Also, nachsitzen ist jetzt auf jeden Fall nicht. Ich kann nachsitzen anders. Hat der Hausmeister uns eingesperrt? Das Licht ist irgendwie auch ausgegangen, oder? Ja, also das Buch ist auf jeden Fall echt ein bisschen merkwürdig, dass es hier einfach so rumliegt, ne? Vor allem ist da auch so ein gruseliges Bild drauf. Ich weiß auch nicht genau, was das bedeuten kann. Komm, lass uns das Buch mal lesen, Kas. Machen wir mal das Ding hier auf. Okay. Und dann checken wir mal ab, was da so drinstehen kann. Da bin ich mal ganz gespannt. Was steht denn da jetzt? Mo, das Maskottchen liebt zu spielen. Okay. Und jetzt ist die Schule vorbei. Es ist der Ende des Tages.
Okay, und die Schulglocke ringt. Ist es Zeit für die Schüler nach Hause zu gehen? Das wären wir gewesen, ne? Das wären wir gewesen, ne? Ja, ja. Aber das Maskottchen bleibt in der Schule. Und wandert herum? Hä? Was? Schüler, die sich nicht benommen haben, müssen auch in der Schule nachsitzen. Ja, das machen wir auch gerade. Das ist ja eine Geschichte über uns. Eben, das ist ja ein... Nein. Und das ist dann, wenn Mo rauskommt. Oh mein Gott, der wird anscheinend richtig gemein jetzt. Der hat den Ausgang gerade verschlossen, hast du es gesehen? Ja. Oh mein Gott, die Schüler laufen um ihr Leben. Und wir müssen aufpassen, dass wir nicht stolpern. Und sonst kann der... Oh Gott, sonst kommt der und killt uns. Und niemand kommt, entkommt seinen krassen Griff stärken. Oh nein, Kaspar, ich will das Boden überleben. Ich hasse Maskottchen. Das ist total die doofen Gerüchte über das doofe Maskottchen. Aber ich glaube, das war ja nur eine Geschichte, weißt du? Aber jede Geschichte hat auch ein bisschen Wahrheit mit sich, ne? Nein, Quatsch, oder? Meinst du echt? Doch. Nein. Voll viele Geschichten. Gar nicht. Welche Geschichte hat Wahrheit? Die Geschichte ist erfunden. Dann lass mal abchecken. Ich gehe jetzt hier gerade mal raus, weil wir haben jetzt Nachsitzen absolviert. Wehe, die Tür ist jetzt versperrt mit diesem Ding. Mit der Kette? Ja, das kann sein. Oh nein. Wieso sagst du nichts mehr? Was ist da? Oh nein. Ihr müsst drei verschiedene Schlüssel finden. Nein, was? Lass uns raus, Baseballschläger. Raus hier, bitte. Ich spuck mit dem Spuckrohr da genau ins Schlüsselloch. Ey, das zack. Kann... Das kann zack. Doch nicht sein, Kasper. Nochmal, zack. Verdammt, ey. Mann, jetzt hängen wir hier fest, oder was? Also, das Ding ist, es wurde jetzt einfach verschlossen, aber von innen, ne? Was war das? Ich habe hier so ein Lachen gerade gehört. Mo hat drei Schlüssel versteckt in den Spinden. Finde sie, öffne die Haupttür und entkomme. Okay. Das heißt, wenn wir die nicht finden, dann sterben wir, also wir brauchen was? Einen roten... Ein blauen. Und dann außerdem ist Security-System gehackt und hat jetzt da Fallen gebaut. Ey, mit Alarmanlagen und sowas vor dem Mathe. Wieso ist denn das Maskottchen so blöd? Ey, was haben wir denn getan? Nur weil du mit dem Spuckding es gespuckt hast. Hä? Gar nicht wegen mir. Da ist es. Oh, was war das denn? Ich hab's grad gesehen. Hast du gesehen? Ja, ich hab's für eine Sekunde gesehen, das Maskottchen gesehen, Alter. Es war ja direkt rechts neben uns, ne? Oh Gott. Okay, und jetzt hier? Vorsichtig, über, ne? Oder was? Nicht drauf gehen. Man darf hier nicht drauf gehen. Wow! Was machst du? Ich hab Alarm ausgelöst. Oh. Kleinalarm. Weiter. Okay, denk dran. Oh nein. Oh. Check die Spinde ab. Ah! Oh. Das Ding war... Du hast recht, die Spinde abchecken. Das Mo drin gewesen! Ja, bei mir auch gerade. Nein! Oh mein Gott, ich verliere meine Mental Health. Ist ganz weit unten. Meine auch. Die können uns nicht heilen oder so. Jungs, macht mal was, bitte. Komm rüber jetzt hier. Brox, du willst nicht in die roten Spinde Schlüssel. Gucken. Was? Hast du echt? Ja, ja. Hier, siehst du doch. Auf. Obrox hat, ich bin Brox. Sehr gut. Nein, meine Mental Level ist richtig weit unten. Hey, ihr müsst auch ein Schlüssel für euch finden. Ihr müsst auch alle Spinde aufmachen. Okay, ich geh nochmal zurück. Ich muss kurz meinen Käse essen oder meine Banane. Hier, ich esse mal. Oh mein Gott, der hat noch einen gefunden. Ja, alle sind gefunden worden. Der war da versteckt im Busch. Da hinten, der Ausgang ist schon auf. Ja, schnell beeil dich, Kaspar. Oh. Bevor Mo kommt! Bevor Mo kommt, das wäre nämlich echt nicht gut, wenn er jetzt kommt. Alter, meine Mental Health ist so weit unten, schnell die Hühnchenkeule essen. Und raus hier Kaffee jetzt, sag mal! Oh mein Gott, ich habe doppelte Geschwindigkeit. Echt nicht? Wie hast du das denn? Wo müssen wir denn? Wow! Alter! Hä? War das nur ein Traum? Wir sind am nächsten Tag. Neuer Schultag. Ah, okay. Oh mein Gott, mit dem Kaffee kann ich schneller rennen. Oh, und wir haben auch gleich Englisch, ey, da habe ich jetzt schon keinen Bock drauf. Musical Lockers. Memorize Order. Hä? Blau, gelb, blau. Grün. Okay, blau. Blau, gelb, grün. Blau. Das Geld drin. Ich habe 20 grün, Dollar. Blau, grün. Oh mein Gott. Ja, stimmt. Rot, gelb, rot, blau, gelb. Mann, nicht rot, so laut. Gelb, grün, rot, grün, rot, rot. Grün, rot, grün, rot, blau. Rot, grün, oh mein Gott, noch mehr Geld. Noch mehr Geld, rot, ja. Rot, gelb, gelb, rot, gelb, grün, grün, blau, rot, grün. Rot, gelb, rot, grün, rot. Rot, rot, gelb, rot, grün. Wow, schon wieder richtig. Oh mein Gott, ich hab schon... Alter, es wird immer mehr. Oh mein Gott. Blau, gelb, grün, rot, gelb, rot, rot, blau, gelb, grün. Blau, blau, gelb, grün, gelb, rot, blau, grün, gelb, grün, blau. Nein, nein. Ey, die hab ich auch geholt. So, lass mal abbauen hier. War eh eine langweilige Unterrichtsstunde, muss ich sagen. Okay, dann lass mal. Warte mal. Kommen wir erstmal zum Gym. Vielleicht? Ich habe 26 Dollar. Reicht das? Aus dem Weg jetzt hier. Jawohl. Oh. Ich habe 20 Dollar gezahlt. Nein, ich kann es nicht kaufen. Oh, mir fehlt ein Dollar. Mir fehlt einfach Gott, ein Dollar. Was habe ich jetzt hier? Ich habe eine Banane noch gefunden. Was kann ich denn hier machen? Oh mein Gott, ich habe eine bessere Waffe. Achso, nee. Ich trainiere. Trainierst?
LOL! Ey, da war gerade eine Brechstange. Ich habe aber einen Baseballschläger, der soll noch besser sein, ne? Ja, also ich habe bisher nur den Hammer und der ist auch eigentlich ganz gut, würde ich fast sagen, ne? Wow. Oh, dann kann ich jetzt jeden Tag Sport machen. Dadurch habe ich eine bessere Mental Health. Mann, mir fehlt ein Dollar nur, ey. Ein verdammter Dollar! Okay, wo müssen wir jetzt hin? In welche Klasse? Ich guck auf den Plan, warte kurz. Haben wir irgendwas in der Cafeteria? Wir können wieder neue Sachen nur kaufen, essen, ne? Nur essen. Da kannst du dir nur Essen holen. Also ich guck mal ganz kurz. Das ist natürlich belastend. Ja, hey, wir sind hier eingesperrt. Wieso, was soll das denn? Mach mal jemand die Tür wieder auf. Wer ist da draußen? Hallo? Oh. Wow! Nein. Ey, weil du die verärgert hast vom Football-Team. Nein, ich hab den Baseball-Schläger Die haben das rausgefunden mit dem Geld. Nein, mit dem Baseballschläger, den ich geholt habe. Oh Mann, was machst du denn? Ich hab von dem Kapitän den Baseballschläger geklaut. Oh Mann, ey! Siehst du, er sagt, jemand hat was von meinem Spind geklaut. Ja. Jetzt werden die alle dafür zahlen. Ey, Broxo! Jungs, das muss doch nicht sein! Das geht auf meine Kappe, ne? Mann, jetzt tut mir leid. Tut mir echt leid, das war nicht. Oh Gott! Nein, wir müssen die. Box die alle weg! Hau die! Baseballschläger! Bam, hau den! Oh Gott! Bam. Pass auf, die machen auch so Tackles! Alter, die machen. Hey. Es geht, du musst nur auf einen gehen, nur auf einen. Es gibt nur einen Main-Typen und den musst du besiegen. Zack. Den großen, nur auf den großen, nur Welchen auf den großen. Dann? Hier, es gibt einen großen. Au! Alter, die sind voll krass. Du musst nur auf den großen gehen. Nee, du machst auch Schaden, wenn du auf die kleinen gehst. Sicher? Ja. Hier. Ah, du machst aber mehr Schaden, wenn du auf den großen gehst. Zack. Aua. Oh mein Gott, jetzt gerade drücken. Wow! Ey, der tat richtig doll weh. Ich muss Essen kaufen, sonst bin ich tot. Alter. Banane! Wie kann man Essen kaufen? Ich hab nur am Stand. Ich hab nur 6 Dollar. Ey, wir sind doch die einzig beiden. Hilfe, ich bin gleich tot, Kasper. Ich muss essen. Ich auch, das schaffen wir doch gar nicht. Wir sind viel zu stark. Aua. Au, Mann. Ich bin fast tot. Ich mach jetzt mit Spuckrohr. Haut ab jetzt hier. Geht weg jetzt! Ich mag euch nicht! Ich springe die ganze Zeit hoch noch. Ich probier's. Oh ja. Wow, mein Gott, Alter! Er schmeißt ja immer mit dem Football auf mich. Wichtige Treffer. Aua! Was machst du denn? Der hat mich ausgenietet. Dabei immer hauen. Zack. Wir haben ihn gleich! Oh mein Gott. Gleich! Yeah! Und? Ja! Das hast du davon mit deiner Armee! Mit deinem Baseballschläger! Mann, ey! Da siehst du! Pass auf! Schnell, hau ihn, go! Jetzt mit dir hier. Besser ist das. So! Ja! Das war's mit dem. Wir haben einfach alle besiegt gerade. Sehr gut! Ja! Oh mein Gott, das war echt knapp, Kaspar. Die Mathe-Stunde. Hier vorne. Ich hasse auch Mathe. Jetzt müssen wir rechnen, ne? Die ist freundlich. Jetzt kriegen wir +3 jedes Mal, oder was? Ja, ich möchte hier einfach schön sitzen, auf entspannt, genieße den Matheunterricht. Ein bisschen was lernen. Schön. Kein Problem. Den Stoff inhalieren, ne? Den ganzen Schulstoff. Ey, Mathe ging heute schneller um, als ich gedacht habe, ne? Mathe ging sehr schnell um. Dann würde ich fast sagen, lass uns hier raus und wir können jetzt die Schule verlassen. Oh, da vorne ist der Ausgang. Raus, ey, wir sind auch so die letzten beiden Schüler geführt, oder? Schule! Ja, Mann, wow. Du hast recht. Oh, Nachsitzen schon wieder. Wir haben Nachsitzen. Kann doch nie sein. Ich dachte, wir können ja rausgehen und Xbox spielen endlich. Ey, Nachsitzen ist so langweilig. Mal gucken, weswegen müssen wir jetzt nachsitzen? Ist immer noch derselbe Grund. Das heißt, wir haben mehrere Stunden. Aber die anderen sind gar nicht gekommen erst, die anderen Schüler. Wo sind die? Aber es ist wahrscheinlich unser letztes Nachsitzen. Ah, okay, das kann sein, ja. Also ich hoffe es auf jeden Fall. Aber Mo ist irgendwo noch unterwegs. Hä? Denkst du, erst gerade in den... aufpassen, dass er uns nicht erwischt. In den Fluren rumstolzieren oder was? Lass mal nach einem Weg suchen, wie wir jetzt hier am besten aus dem Nachsitzen entkommen können. Ich glaube, man kann hier irgendwas aufhauen, oder nicht? Denkst du, wir können irgendwas aufhauen? Die Wand oder so? Das Fenster! Das Fenster, oder? Oh, das ist abgesperrt. Auch abgesperrt, aber das noch gar nicht. Das hier. Oh, ja! Oh, ja! LOL! Oha, wir konnten abhauen. Und jetzt können wir spielen. Boing, boing, boing. Guck mal hier. Wo bist du? Ich krieg Mental Health hier drauf. Nein, nicht im Ernst, oder? Ja, Mann, die ganze Zeit mal. Schon. Boing, boing, boing. Boing, boing, boing. Hä, aber die Rutsche bringt mehr. Guck mal zur Rutsche hin. Ach so, die bringt noch mehr? Okay. Du kannst hier einfach die Rutsche runterrutschen. Das ist richtig cool, weil du kannst dich so hinsetzen. Ui. Ah, dann kriegst du mal +2. Ah, jetzt nur +1. Ui. Jetzt gar nichts. Hä? Oh, was ist das? Oh, das ist Mo! Oh mein Gott, was will denn Mo hier jetzt? Er hat herausgefunden, dass wir abgehauen sind. Hallo, China. Ich bin froh, dass ich euch hier treffe. Ich habe euch ja gestern schon nicht erwischt.
Nein. Wie wäre es mit einem kleinen Versteckspiel heute Abend? Hä? Ich gebe euch einen kurzen Start. Oh mein Gott, der hat uns einfach einen Vorsprung jetzt gegeben. Beeil dich jetzt, Kaspar. Ja, ja, der will uns wirklich... Oh mein Gott. Oh mein Gott, lauf! Dich. Der Weg. Er ist drin in der Röhre. Schnell, kletter hoch, Die Rutsche hoch. Denk dran, Joghurt ist im Rucksack. Ja. Ich sehe ihn, er ist gerade hochgeklettert. Oh Gott. Er ist gerade hochgeklettert. Oh nein. Beeilung. Hui. Wow. Weiter. Beeilung, Kaspar, Beeilung. Rechts. Meinst du, das ist der richtige Weg? Was ist das für eine krasse... Alter! Oh Gott, er kommt! Er soll da dran jetzt gerade. Er kommt, er sprintet! Ich weiß, gib Gummi jetzt. Alter, er ist direkt hinter uns, Kaspar. Sieh zu. Oh, nimm die Abkürzung. Hoch. Jetzt die Stadt. Da hinten, ja. Da ja. Durch die Röhre, ne? Hier ist gut. Durch hier. Rechts rum. Durch hier. Nein. Hier runter. Nein. Ja, oh mein Gott, ich höre ihn laufen über uns, Kaspar. Lauf! Der ist direkt neben uns. Schnell. Oh mein Gott. Er ist so nah dran. Er hat dich gleich. Nein! Er hat dich gleich, Kaspar. Hau ab, bitte, geh weg! Er hat dich gleich! Schnell, lauf in den Wald rein! Komm, versteck dich hier irgendwo. Er kommt gleich raus! Versteck dich irgendwo. Ja, schnell. Hinter einem Baum oder sowas. Boah, ich bin ganz kaputt vom Laufen, ey. Was war denn mit dem gerade los? Das war auf jeden Fall jetzt gerade echt... Wir sind wieder in der Schule. Ja, guck mal. Willkommen zur Schule. Sehr gut. Und anscheinend sind heute ganz, ganz viele Mobber unterwegs. Was? Pass auf. Kann ich glauben. Die wollen mobben, Kaspar. Hört mal auf hier. Ey, aua, hört auf. Mach die Spinde auf, ne? Wie viel Zeugs drin. Pass auf. Ey, der mobbt hier. Weg da jetzt. Unterricht! Okay, welche Klasse müssen wir jetzt haben? Auch Geschichte. Wir haben jetzt Geschichtsunterricht. Und werden jetzt hier schön ein bisschen Geschichte lernen. Guck dir mal meinen Baseballschläger an. Soll ich dir mal die Geschichte zu dem erzählen? Zeig das mal nicht. Was ist das denn jetzt? Nein! Hä? Oh nee, wir schreiben eine Klausur, oder wir was? Können jetzt, pass auf, nein. Wir haben die benotet. Ich hab eine 6. Ja! Ich hab eine 1! Warum habe ich eine 6? Du bist ja richtig schlecht. Hä? Hast du wohl nicht gelernt, hä? Hast du wohl nicht gelernt? Ich glaube, ich habe die Aufgabe verfehlt oder so. Ja, ich glaube aber auch. Ich glaube wohl, du hast irgendwie Matheunterricht gemacht, deinem Geschichtsunterricht. Mann, okay, ja, toll. Ja, Gott sei Dank ist es jetzt vorbei, ey. Frust. Also, nochmal vielen Dank für die 1+, ne? Sie sind der beste Lehrer. Aber du musst schleimen, damit er dich wieder mag. Ja, ich glaube auch. Och, Mann, ich will mir nicht mehr was zu essen holen. Ich steck mir hier mal meinen Käse rein. Nur ein Käse und ein Käse, der hat fast nichts gebracht. Unterricht! Yippie! Okay, dann lass mal wieder rausgehen, denn wir müssen jetzt zu Chemie. Und ich hoffe, wir machen jetzt ein richtig, richtig cooles Experiment. Wir haben noch nie hier die Sachen aufgemacht hinten, ne? Ich habe das jetzt schon da reingefüllt. Was heißt das? Was hast du gemacht? Ich war jetzt rot. Ich hab wieder reingefüllt. Ich wollte rot. Oh mein Gott! Hä? Warte mal. Wow, minus gut. 1! 3 ist Explosion. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich hab's geschafft. Der hier. Nein, was muss ich denn machen? Ich weiß auch nicht. Ich hab den Trank jetzt hier. 2000 Jahre später. Oh, die Klasse ist schon wieder vorbei. Du warst so blöd, ein Getränk Mann, zu machen. Mann, ja, Chemie war nie mein Fall. Ey, aber nicht Chemie so schlimm. Ich hab das Getränk und das Au! Aua. Pass auf, die Mobber da. Soll ich einfach nachher nutzen, um damit irgendwie abzuwerfen, hat er auf jeden Fall gesagt. Ey, alles nach Hause gehen, ne? Oh nein. Ich glaube, heute ist der letzte Tag von unserem Nachsitzen. Oh, wir müssen nochmal nachsitzen. Ich habe keinen Bock mehr. Ich habe auch keinen Bock mehr auf Nachsitzen. Eine Sache, er sagt nur eine Nachsitzstunde. Mann. Na gut, das machen wir, Kaspar. Das stehen wir auch durch. Mann, schon wieder nachsitzen hier ohne Ende. Und jetzt guck mal. Hat er die Fenster zugenagelt. Oh nein, ey. Aber immerhin war das unser letzter Tag jetzt nachsitzen, ne? Okay. Wir sollen auf jeden Fall nicht mehr die Regeln brechen, die hier sind. Sonst müssen wir die Schulordnung abschreiben. Und zwar 1000 Mal. Okay, komm mit. Ich komm. Okay, wenn wir ihn sehen, sollen wir uns verstecken. Also noch sehe ich ihn hier gar nicht. Denkst du, wir können uns verstecken in so einem Spind? Oh, da ist er, er kommt. Geh in den Spind rein. Ja, das geht. Oh mein Gott. Ist er vorbei schon? Ich bin im Spind. Er ist vorbei. Jetzt schnell, der ist bei dir auch vorbei. Los, komm. Oh mein Gott, stimmt. Komm. Komm schnell raus, Kaspar. Der kommt gleich von vorne wieder. Denkst du? Ja. Nein, das ist doch eine Wand. Schnell raus jetzt hier. Raus hier, Alter. Aber ich weiß auch nicht, wo der kommt. Ja. So, weg hier. Oh nein! Nein, mach auf! Nein! Der kommt! Nein! Hau ab! Hallo, Schüler! Denkt ihr wirklich, ihr könnt entkommen? Ja. Los.
Der ist ja voll irgendwie komisch. Ich hab mir gedacht, lasst uns ein letztes Spiel spielen, bevor ihr abhaut. Oh nein. Was denn für ein Spiel? Wir haben doch jetzt nachgesessen, kannst nichts. Dieses Spiel heißt, kämpf bis zum Tod. Oh was? Nein, Kaspar, was sollen wir machen? Oh, keine Ahnung. Ich kann mir unter dem Spiel nichts vorstellen. Oh Gott. Okay. Wir müssen ihn besiegen. Oh, oh mein Gott, spring hoch. Oh. Oh mein Gott. Hau drauf da! Ja, ja, ich hab ne Idee. Au, oh mein Gott, das zieht richtig viel ab, pass auf. Ich hab den Trank, pass auf. Ja, hau drauf. Oh. Ja! Alter! Oh mein Gott! Was macht... Oh nein, du hast ihn voll schlecht geworfen. Nein, das war mein einziger Trank. Pass auf. Ey, minus 10, ne? Alter, der ist so stark. Was macht der? Der wirft mit Karotten und nur auf mich. Hau ihn. Ja, ich hau ihn. Ich lock ihn weg. Oh! Oh, er geht auf dich. Bam. Tornado, gleich. Das war gerade ganz... Aua. Du hast recht. Ja, jetzt los, er läuft weg. Achtung, Tornado. Tornado. Ey, das ist so schnell. Tornado. Und jetzt, das war der letzte Tornado. Jetzt das hau, letzte hau jetzt. Auf. Ja. Oh, komm schon. Ja, wichtig. Nochmal gehauen. Wir haben ihn gleich. Fast. Nochmal gehauen. Nochmal getroffen. Komm. Bleib stehen, du Mo. Jetzt aber hier. Finale und ja. Wie er gequiekt hat. Alter, bei mir hat er nicht gequiekt. Bei mir hat er voll gequiekt. Alter, was? Wir haben es geschafft. Sehr gut. Alter, wir haben ihn einfach jetzt gerade besiegt. Guck mal. Alter. Lass uns und mal jetzt gehen wir nach Hause. Lass mal ganz schnell jetzt hier rausgehen. Das ist mir alles nicht geheuer, Kaspar. Und Nachtsitzen ist auch vorbei. Nachtsitzen ist endlich mal vorbei, ne? Endlich müssen wir nicht mehr nachsitzen. Mann! Nimm echt die Beine in die Hand, Kaspar. Renn so schnell, wie du kannst. Ich hab's geschafft. Kaspar, Mann, lass mal hier entkommen. Ich hab's so satt hier in der Schule, ne? Ich hab wirklich keinen Bock mehr. Ich sag's dir, Alter, es macht gar keinen Spaß mehr. Wir einfach nur hier raus. Hier ich werfe jetzt ganz den Stuhl um. Hör mal auf damit, Sama, nicht hier randalieren. Ich bin hier wütend. Soll das? Warte mal, da steht, sie beobachten dich. Steht da? Wer, die Lehrer aus dem Lehrerzimmer so, natürlich. Welche ja, gut, sonst? Okay. Ja, dann komm. Ja, dann lass mal rausgehen. Ja jetzt hier. Können wir hier einmal rausgehen? Wer ist das denn? Oh Gott! Wieso was? Oh nein! Ist denn? Oh Gott, Hilfe! Rette mich! Ich hab's gesehen! Links oder was? Was ist das für ein Teil? Ich bin links lang. Ich bin auch jetzt gerade links. Ich hoffe, es ist richtig. Du hast mir jetzt hier. Ja, ist richtig. Falsche Fährte gelockt oder so. Nein! Sackgasse, nein, du bist links gehen müssen, oder? Da war ein Pfeil an Sackgasse, nein! Ja. Oh Gott, au! Oh, was ist das für ein Teil mit so großen gelaufen. Ohren? Und ich bin durch den Lüftungsschacht. Was ist das für ein Teil? Ist das hier irgendwo? Hilfe! Ja, ich sehe es bei mir gar nicht mehr. Oh Gott, warte mal. Es verfolgt mich gar nicht. Okay, ich kann jetzt einfach in den Lüftungsschacht gehen. Ich warte auf dich. Wo bist du denn? Ich bin links gelaufen. Ja, links lang. Und dann nochmal irgendwo links. Ja, hier nochmal irgendwo links bin ich gerade. Und da bist du. Da, ich sehe dich. Ich sehe dich. Ich komm und. Oh mein Gott, Alter. Kommt die hier? Ich weiß gar nicht. Schnell weg hier, ey. Ist mir auch egal. Was war das für eine? Ganz schnell weg, Freunde. Ganz schnell weg. War das eine Lehrerin, eine neue oder was war das für eine? Ich glaube, das war echt so eine neue Lehrerin, Alter. So, okay, dann. Abfahrt jetzt hier weg. Raus. Oh, gut. Ich hab ein bisschen Angst, dass hier jetzt irgendwas Komisches ist. Kann ich hier mir das Jetpack holen? Oh, das kostet. Ey, hör auf, die Robux soll irgendwas kaufen. Na gut, okay, vielleicht später. Vielleicht kommt es später. Ja, vielleicht später. Lass uns hier erstmal lang gehen. Wir müssen jetzt hier aus dieser blöden Schule rauskommen. Ich habe echt keinen Bock mehr auf Mathe. Guck dir das auch mal an. Was ist das denn bitte schon für eine komische Schule? Die sieht irgendwie ein bisschen verrückt aus, habe ich das Gefühl, ne? Ich stell dir mal eine Matheaufgabe, okay? Okay, das hatten wir nämlich gerade im Unterricht. Hau raus. 15 mal 15. Oh, warum machst du direkt so schwierig, Alter? Bruder, komm, sag. Hä? 125? Nein. Na, du hast fast. 125 nicht. 225. Ganz genau. Sehr gut. Ich wusste das. Ich hab dich nur getestet. Aha, ja. Okay. Ja, wirklich. Stell du mir mal eine Aufgabe. Okay, 20 mal 20. Ja, also wirklich, das ist eine Baby. Das kann ja jeder. Schreibt mal in die Kommentare die Antwort. Ja, okay, dann machst du 26 mal 26. Also, du bist ja so ehrenlos. So groß, ich kann nur bis 20 mal 20. Das muss da drunter sein. Na gut, okay, dann mache ich 17 mal 17. 349. Okay, keine Ahnung, ob das stimmt. Weiß ich nicht. Keine Ahnung, ich weiß das kann gar nicht stimmen. Doch, das kann stimmen. Na gut, okay, das kann stimmen. Soll ich den Trick verraten, wie man das immer ausrechnen kann? Nein, will ich gar nicht hören. Na gut. Dann sag ich dir halt nicht mal eine krassen Mathe. Dann verrat. Nö, okay. Nö, egal. Okay, ich hab doch jetzt gesagt, Nein, alles gut, ich sag den jetzt nicht mehr. Nö. Ja, dann petze ich dir deinen Lehrer weg. Guck, ich werde jetzt... das geheime Abzeichen hast du übersehen. Wahrscheinlich ist da irgendwas. Hä, das ist hier den Raum, du Idiot. Ja, dann halt nicht. Okay. Dann halt nicht. Was ist hier? Zeig mal. Ah! Nein, ich fall da auch jedes Mal drauf. Hier auf der Seite ist der nämlich der Raum. Ach, du bist so ein Dulli.
So, das okay. glaube ich dir jetzt im Leben nicht. Ja gut, dann halt nicht. Dann habe ich halt das jetzt für mich alleine geholt. Kein Problem. Okay, oh! Alter, da vorne ist voll gepinkelt. Mann, Alter, ich habe noch nicht gespült. Jetzt geh weg da. Ist ekelhaft, ne? Okay, dann. Nichts dafür, mein Gott. Oh! Oh mein Gott, wo sind wir denn jetzt? Alter. Oh mein Gott, hier das Abzeichen. Lol, wie krass. Das hat man wirklich bekommen. Lava Wall. Was soll das denn für eins sein? Lava Wall. Also echt, okay, ja gut. Ja, hätte ja klappen können, dass du darauf reinfällst. Sind das Haie da unten? Nein, ne? Sah gerade so aus. Nein, das sind irgendwelche komischen Fische. Naja, kein Problem hier auf jeden Fall. Kein Problem mit der Titanic. Oh Gott. Aha, ich weiß nur, dass ich hier heute nicht einmal drauf gehen werde. Ja, okay, dann können wir jetzt ja wetten. Du wirst nicht auf jeden Fall drauf gehen. Wir wetten mal nicht um Geld, sondern wir wetten darum, dass du ein Jahr lang meine Hausaufgaben machen musst. Okay? Ja, okay. Und wenn ich gewinne, musst du ein Jahr lang meine Wohnung putzen. Also, das ist ja so ein schlechter Deal. Gleiches Ding. Ich habe jetzt mit allem gerechnet. Ich hole dir von mir aus ein halbes Jahr lang jeden Morgen Kakao. Soll ich sowas machen? Wohnung putzen. Ja, Alter, wenn ich du wäre, würde ich auf jeden Fall nicht draufgehen, ne? Du wolltest ja im November kommen. Wenn ich du wäre, würde ich auch nicht draufgehen. Verdammt! So, und jetzt hier Sprung. Oh, oh Gott, oh Gott. So. Okay, was haben wir jetzt hier vor uns? Ist jetzt hier? Oh nein. Nein. Hausaufgaben will ich nicht machen, aber... Nicht draufgehen, nicht weggehen draufgehen. Jetzt hier von diesem komischen neuen Lehrer oder sowas. Hast du auf den Knopf gedrückt an der Seite? Nein. Hast du selbst schuld? Oh, das hier. Dann hast du selbst schuld. Oh mein Gott, ich sterbe aber nicht. Muss man mehrere drücken? Ja, man muss mehrere drücken. Oh mein Gott. Alter. Oh mein Gott, der ist direkt hinter mir, 1 Meter. Der ist direkt hinter mir. Wo ist noch jeder andere Knopf? Hier in der Ecke ist noch einer. Es sind insgesamt 3 Stück. Jetzt habe ich sie alle gedrückt. Warte, ich drücke ihn jetzt auch gerade. Oh, das kann nicht sein. Oh mein Gott, weg hier. Okay, wie ist das, wenn ich... Okay, ich habe was aufschließen hören. Okay. Jetzt muss die Tür nämlich offen sein. Ja, jetzt ist es auf bei mir. Bei mir ist es auf. Ich mach, geh durch hier und... Oh mein Gott, war das knapp. Was? Ich bin nicht draufgegangen, Du bist aber verschwunden, ist richtig. Ich bin nicht draufgegangen, musste kurz was nachgucken. Genau, hallo, Kasper. Das zählt dir nicht, der war direkt da gespawnt. Der ist direkt da gespawnt, als ich da war. Ja, genau. Ja, ist ja so. Ja, auf jeden Fall, ich glaub dir auf ist jeden so. Fall. Ist so. Ja, zu 100% glaube ich dir, ja. Hä, hey, was ist denn? Natürlich. Alter, ich hab jetzt hier erstmal ein Laserschwert, damit ich dich erstmal schön aufspießen kann und du bitte deine... Das war ja klar, dass du dir sowas kaufst, ne? Ja, alles gut, okay, alles gut. Alles warte mal, lass mal kurz gucken, was hinten hier ist. Was ist hier noch? Was hast du gemacht? Hast du den gehauen? Ja. Was hast du dir? Hast du den hochgehen, oder gekauft, oder was? Oh mein Gott, das Abzeichen! Mann! Ich glaube, wir müssen hier in den Bus reingehen, ne? Meinst du? Jetzt hör auf! Nee, weißt du was? Den hol ich weiter. Weißt du was? Wieso? Ich fahr jetzt mit dem Bus los. Okay, warte, ich komm auch. Tschüss! Ich bin auch im Bus. Tschüss! Hey, warum fährt deiner und warum fährt meiner nicht? Jetzt fährt meiner. Qualenfischen! Ich werd's nicht mehr schaffen. Qualenfischen! Also du hast doch gar keine Chance da hinten, du bist doch eine Hallo, ich habe mein Laserschwert, ne? Und wenn ich das Wieso? Benutzen möchte, dann werde ich das benutzen. Und ich will dir mal einen krassen Trick zeigen, was ich kann, okay? Was ich willst zeig du zeigen, ja? Zeig pass mal. Pass auf, du machst so, zack, und guck mal, wie hoch ich springen kann. Wow! Und kannst du so springen? Wow! Hast du dir was geholt hier? Nein. Wow! Oh, und weißt du, was ich jetzt auch habe? Warte, pass auf, komm mal mit, ich will dir mal was zeigen. Komm mal mit hier zum Start. Okay, so. Ja, weil ich komme komm mit zum rein, Start, ja, was ist denn? Ich muss dir nämlich mal was zeigen, hier vorne, hier... Ist das Lehrerzimmer? Warum bist du jetzt so schnell? Roxo hat ganz kleine Hausaufgaben gemacht. Schnell, holt ihn euch! Ey! Bleib stehen, du Rabauke! Ich hoffe, das funktioniert! Wo bist du? Oh nein, wo bist du jetzt? Oh, nein! Hau ab! Nein! Yeah! Oh Gott, ja! Nein! Ich bin der beste Jedi der Welt! Wir müssen probieren, Miss Anytron zu entkommen, denn... Die ist anscheinend verrückt geworden, der Roboter hier, Leute. Also auf jeden Fall ganz, ganz crazy. Und hier können wir auf jeden Fall schon mal auf den Knopf drücken. Und dann können wir quasi, den Feueralarm auslöschen. Damit gehen quasi die Tore auf. Also wir können jetzt schon mal entkommen, schnell. Sie ist unter Strom gesetzt. Das heißt, hier wird sie jetzt die ganze Zeit verfolgen. Nein, Freunde. Drückt auf jeden Fall gerne auf den Like- und Abo-Button, wenn ihr noch mehr möchtet. Dreht einmal ganz so euer Handy. Drückt noch auf die Glocke, Freunde. Vergesst auf jeden Fall nicht, dass jetzt auch noch Adventskalender draußen sind, Freunde. Das heißt, die könnt ihr euch auf jeden Fall auch noch easy holen. Einfach Link in der Beschreibung. Und wir müssen jetzt gucken, dass wir jetzt hier einen Ausweg finden. Nein, die ist direkt hier. Oh Gott. Oh Gott, die ist direkt hinter uns. Nein. Oh, Leute. Wir müssen irgendwie den richtigen Weg finden, um quasi vor ihr zu entkommen. Ich würde sagen, ich gehe jetzt mal hier rechts rum. Das wird wahrscheinlich alles easy sein, Freunde. So, jetzt sind wir hier gerade rechts rumgelaufen. Jetzt sind wir hier in so einer riesen
Oh, da kommt sie auch schon, Freunde. Nein, bitte lass uns da vorne durchgehen können. Nein. Oh, Mann. Dann laufen wir jetzt diesmal, ich würde sagen, ganz, ganz rechts rum. Oh Gott, die ist ja direkt schon da. Hä? Warum ist die denn direkt schon da, Leute? Was ist denn das jetzt? Die ist direkt hinter mir, seht ihr das? Okay, warte mal. Es sieht richtig aus, glaube ich. Ich glaube, es sieht richtig... Nein, das sieht nicht richtig aus. Oh Gott. Oh, da müssen wir lang. Da ist ein Pfeil. Okay, die ist trotzdem ganz... Oh, die ist so nah hinter mir, Leute. Hier müssen wir rein. Hier müssen wir rein. Oh, okay. Gut, wir sind, glaube ich, entkommen, Freunde. Vor der jetzt erstmal vorzeitig. Und müssen jetzt hier durch so ein... Was ist das hier? Kanalisation oder so? Hier müssen wir auf jeden Fall durchgehen. So, vorsichtig. Hier auch die Laser auf jeden Fall nicht berühren. Ey, Leute, das Ding ist, ich habe noch gar keinen Checkpoint geholt. Fällt mir gerade auf, ne? Hä? Ich habe noch gar keinen Checkpoint bekommen. Okay, das heißt, wir müssen auf jeden Fall hier auch weiterhin vorsichtig bleiben. So. Oh, 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 oh mein Gott. Oh, was, ey? Über die rostigen Teile kam er gerade gar nicht rüber. Ah, zum Glück wurden hier doch Checkpoints gesetzt, aber die sieht man nur einfach nicht. Okay, also das heißt, zwei von denen gehen einfach sofort kaputt. Okay, das ist gut zu wissen. Oh Gott, hier bitte auf jeden Fall nicht zerdrückt werden. Das wäre sehr, sehr nett, wenn wir da nicht zerdrückt werden. So, hier ganz kurz, okay. Hier können wir die Leiter wieder hochgehen. Ey, Leute, ich sag's euch, ne? Wenn die gleich wieder kommt, wir brauchen halt irgendwas Wasserartiges oder so. So, hier. Oh, okay, das war ganz schön knapp. Das war auch riskant, was wir gerade gemacht haben. So, sind wir hier in der Turnhalle. So. Turnhalle sieht ja noch... Okay, wir müssen da vorne zur Tür hin. Ist doch alles easy, ne? Können wir hier den Ball nehmen? Geht das? Nee, leider nicht. Okay, dann gehen wir mal ganz kurz zur Tür. Oh! Oh Gott! Okay. Wie soll ich denn jetzt dann kommen? Ich muss jetzt einfach einen großen Bogen laufen, glaube ich. Ich glaube, jetzt einen großen Bogen, Freunde. Ich hätte, glaube ich, nicht mehr laufen können. Okay, vorsichtig. Wir müssen jetzt, glaube ich, hier... Nein! Wir hätten rechts rumgemusst. Oh, Mann. Okay, das heißt, die wird jetzt da vorne wieder kommen. Aus der Tür. Wir müssen jetzt am besten einen richtig großen Bogen laufen. Damit die uns quasi nicht holt, Leute. Und dann... Oh Gott, die ist doch schon so nah dran jetzt hier. Wie soll man das denn schaffen? Das wird ja richtig schwer. So. Gott, die ist so nah dran. Oh. Okay. Hier... Und hier durch die Tür. Oh, Gott, die verfolgt uns. Schnell hier runter. Oh, die war gerade so nah dran. Und hier ist ein Ballon. Hä? Hallo? Nee, da springen wir natürlich nicht runter. Da gehen wir natürlich nicht... Leute, da gehen wir auf gar keinen Fall runter. So, jetzt hier kurz über die Teile rüberspringen. Alles easy. Und dann noch hier rüber jumpen. Oh, bis zum geht nicht mehr. Oh, Leute, ich sag's euch, ne? Diese Miss Annie, die wird auf jeden Fall nicht erfreut sein, dass wir abgehauen sind aus der Schule. Die ist halt sehr, sehr hinter uns. So, jetzt müssen wir hier auf jeden Fall langlaufen. Durch die Kanalisation quasi durch. Und dann hier nochmal ganz kurz hochklettern. Boah, ohne Spaß, ne? Ich sag's euch, wenn ihr uns weiterverfolgt. Okay, wir müssen aufpassen auf die Ente. Auf welche Ente? Hä? Hä? Nein. Nein. Hier sollen irgendwo Enten sein. Ich weiß noch nicht wo. Geradeaus geht nicht. Oh, die Killerente. Gott. Leute, okay, wir müssen jetzt irgendwie hier gucken, dass wir einen Weg nach draußen finden. Oh, die ist direkt bei uns. Die ist direkt bei uns. Da geht's lang. Oh, da müssen wir durch. Da müssen wir durch. Oh, ey, uns hat gerade fast die Killerente geholt, ne? Okay. Oh, die Teile da oben. Okay, müssen wir beim Klettern auf jeden Fall aufpassen, dass wir nicht aufgespießt werden. So, schnell klettern. Oh, hier genau dasselbe Ding. Und jetzt schnell. Okay. Alles easy, wir haben es auch wieder überlebt, Leute. So muss das auf jeden Fall sein. Alter Schwede. Das war auf jeden Fall echt gerade eine Tour, die wir gerade gemacht haben. So, jetzt hier müssen wir durch. Hier sind auf jeden Fall noch ein paar Laser und so. Okay, vorsichtig hier mit den Lasern. Oh, oh, was steht hier? Oh, was ist das hier? Oh, die haben gelogen. Alle so, ich tut mir leid, wir werden hier niemals rauskommen lebendig. Oh mein Gott, okay, Freunde. Also hier haben anscheinend schon die anderen Schüler immer aufgegeben und schon Sachen an die Wand gekritzelt. Aber wir... geben auf gar keinen Fall auf. Also wir werden auf jeden Fall probieren, das Ganze hier zu überleben. Was ist denn da? Was, warte mal, was ist denn das, wenn man jetzt hier in so einen Raum reingeht? Geht das? Nee. Okay, was ist, wenn wir hier reingehen? Geht das? Auch nicht. Okay. Ich dachte gerade, wir können vielleicht irgendwie so einen geheimen Raum finden, wo wir vielleicht wenigstens ein Abzeichen oder sowas haben. Aber nein, das haben wir natürlich auch nicht. So, jetzt hier vorsichtig an den Bärenfallen vorbei. So. Okay, okay. Jetzt müssen wir hier, glaube ich, rechts gehen in die Kunstklasse. Und da steht auf jeden Fall wieder irgendwas auf dem Boden. Oh, wir sollen den Mannequins ausweichen. Okay. Ja, ist ja kein Problem, ne? Easy peasy, Leute. Hier, ohne Probleme. Weich mal ganz kurz den Mannequins aus. Ich will nicht wissen, was passiert wäre. Weil vor allem, seht ihr das, was die da so malen? Das da oder das da? Also, ich will nicht wissen, was passiert wäre, hätte ich die berührt, ne? Also, besser ist das, dass wir die nicht berührt haben. So, komm. Wir sind schon mal draußen. Wir machen Fortschritte, Freunde. Wir sind schon mal draußen.
Da, wo man quasi... Und es regnet auch noch. Das heißt, Miss Anakin kann gerade gar nichts machen, fällt mir gerade ein, ne? Warte mal, müssen wir... Ah! Nein! Nein! Och, wir sind wieder drin! Ey, das kann doch nicht angehen, dass wir jetzt wieder drin sind, Leute. So, hier. Kurz. Ah. Ne, wir können da leider nicht hochklettern. Okay. Dann würde ich mal sagen, gehen wir nochmal... Oh, hier anders lang. So, okay. Kein Problem. So, hier einfach durch. Ey, krass. Das heißt, wir sind gerade einfach durchgefallen. Und da kam die direkt und hat es geholt. Und es gab auch gar keinen Entkommen, Leute. So, hier ist auf jeden Fall nichts versteckt oder so. Ne. Ist hier ein Abzeichen? Was ist das da für ein Licht unten? Hä? Oh nein, warum sind wir jetzt wieder in der Schule? Jetzt sind wir in der Cafeteria. Okay, das... Ich sehe schon, komm, die wird gleich von vorne kommen, Leute. Wir müssen da irgendwie hinkommen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, was ist das denn für ein Ding? Hilfe! Was ist das denn für ein Roboter? Leute! Oh! Oh! Okay. Hier durch? Nein! Nein! Ah, der ist direkt hinter uns! Ah, wir müssen hier durch, Freunde! Nein, rechts. Oh, habt ihr gerade gesehen? Es war rechts einfach der Lüftungsschacht. Ich glaube sogar, ich muss hier so ein bisschen warten, bis der erstmal seinen Weg gemacht hat und dann erst laufen. Ha, ich glaube, das ist die Taktik, Leute. Ja, damit er einmal hier um den Tisch rum muss. Oh mein Gott, der ist trotzdem so nah dran. Warum ist der so nah dran? Hä? Oh mein Gott, oh mein Gott, ich bin entkommen, Freunde. Okay, also wir haben es geschafft. Ich bin schon mal entkommen von dem komischen Typen aus der Cafeteria. Hier müsst ihr jetzt anscheinend schwimmen. Okay, warte mal. Hallo? Ah, ach so. Hier müsst ihr durch die Lüftungsschächte schwimmen. Aber sind ja gar keine Lüftungsschächte. Sind ja eher so Wasserschächte hier unten, ne? So, jetzt hier vorsichtig einmal ein wenig durchschwimmen. So, okay. So, komm. Bisschen tauchen jetzt hier. Also ist er ja tauchen, ne, als Schwimmen. Und jetzt müssen wir nach oben. Okay. Ab geht's, Luft holen. Und wo sind wir raus? Oh, wir sind hier irgendwie in der Schwimmhalle oder so rausgekommen. Hm. Ist da oben was? Auf dem Zehner oder so? Ne, wir können auch gar nicht hochklettern. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir mal ganz kurz hier raus, Freunde. Wo sind wir denn jetzt? Hä? Oh, oh, wir sind wieder draußen. Geht zum Bus. Ja, wo ist der Bus? Komm schon, Bus. Ich brauche dich jetzt gerade. Wenn ich dich einmal gebraucht habe, dann jetzt... Nein! Da ist die schon wieder. Okay, pass auf, wir laufen einmal ganz kurz hier um den Tisch. Ey, was? Es kommen zwei. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wir haben die Ente und die hinter uns. Wo ist der Bus? Leute, die ist schneller als ich und da kommt noch einer. Was? Hilfe! Wo kann ich denn den Bus ansteigen? Hier! Einsteigen! Oh! Ja! Guckt euch das mal an, die sind gerade einfach alle gekommen. Der Typ aus der Cafeteria, die Lehrerin und die Ente. Und die hauen den Bus auch noch. Und jetzt fährt er auch noch schief. Heißt das, dass wir jetzt entkommen sind? Oder kommt vielleicht noch irgendwie ein anderer Endgegner jetzt hier? Ich habe das Gefühl, da kommt vielleicht noch ein anderer Endgegner, der uns gleich den Bus aufhalten lässt. Oder irgendwie sowas. Mal gucken, was hier gleich... Also, sieht ja eigentlich schon relativ gruselig aus, ne? Wo sind wir denn jetzt hier gerade? Okay, wir fahren noch ein bisschen rum. Kein Problem. Ich fahre gerne rum, muss ich sagen. Ja, im schiefen Bus auf jeden Fall. Ah, was ist da vorne? Oha. Okay, also wir haben... Oh, Leute. Jawohl. Wir haben es geschafft. Aussteigen. Und wir haben es geschafft, Freunde. Wir haben einfach mal eine der schwersten Obbys geschafft, weil wir mussten halt echt vielen Leuten ausweichen und sowas, ne? Oh, wo bin ich, Kaspar? Wo bin ich? Wo bin ich? Okay, okay, okay. Aber wir sind hier versteckt in irgendwelchen Kartons, ne? Ich weiß, das Ding ist, guck mal, wir sind jetzt hier, oh mein Gott, in der Regenbogenwelt. Was, wie krass sieht die denn aus? Und guck mal, wir müssen jetzt Blöcke finden. 24 Stück insgesamt. Wo sollen die denn sein? Die sind hier irgendwo versteckt. Wir müssen halt die Blöcke wiedergeben. Und dann müssen wir halt noch hier richtig, richtig krasse Sachen machen. Wir sind irgendwie in der falschen Welt. Das sieht auch krass aus hier. Was ist das für eine Fabrik hier? Stimmt, das sieht echt richtig cool aus. Guck mal, ich kann auch als Box... Du kannst ja mal ins Box. Oswald Davis. Sag mal, das ist doch dein Opa, oder nicht hier? Gar nicht. So, warte mal. Lass mal hier weiter nach oben gehen. Was war da gerade ein Versteck? Lol, ach, ich bin jetzt hier versteckt im Spind. Warte, hier, Alter, hier kann man nicht entkommen anscheinend. Also hier ist auch sogar, wir sind anscheinend sogar eingesperrt, Alter, ne? Eingesperrt hier in der Fabrik. Aber warte mal, wir müssen hier dem Pfeil folgen. Hier vorne, die sind doch diese Blöcke, die wir finden sollen, oder nicht? Ja, hier sind schon zwei Blöcke gefunden worden. Okay, sehr gut, ja. Lass mal ganz kurz gucken. Oh Gott, wo bin ich denn jetzt hier? Was ist das für ein Geheimweg, den du hier gefunden hast? Hörst du das? Was ist das gewesen?
Irgendein Monster oder sowas. Ja. Hörst du das? Pass auf den Rauch da auf. Alter. Hä? Oh mein Gott! Lauf! Lauf! Was ist das denn gewesen auf einmal? Alter, ich mach die Tür auf einmal, kommt da irgendwas? Das Regen. Ich hab's. Okay, wir haben 3 von 24 gefunden. Also, Alter. Lilly wurde gefunden. Hier, ich hab einen Block. Sehr gut. Ich hab einen Block. Oh, lass mal schnell durchziehen, Denkst du? Okay, darauf. Wenn man sich als Kiste versteckt, sieht man sieht da ein Safe nicht, oder? Oh mein Gott, einer wird auch gefunden. Das heißt, wir dürfen nicht gefunden werden. Von dem. Wir dürfen nicht gefunden werden. Wir müssen alle Blöcke finden. Was? Ist hier was? Hier sind Blöcke. Noch ein Block, oder? Ja, nimm die alle mit. Du kannst mehrere nehmen. Sehr gut. Ah, du kannst mehrere nehmen. Okay, warte mal. Genau, ich hab jetzt 2 Stück mit. Mhm, sehr schön. Und jetzt müssen wir sie wieder auf den Tisch stellen oder sowas, ne? Ja. Okay, dann haben wir jetzt sogar schon. Oh mein Gott, da ist er! Oh Gott, da kommt er! Da ist er, lauf weg! Oh. Was ist das? Hä, der sieht ein bisschen aus wie der von der Sesamstraße, Elmo oder so. Nee, der hat doch eine Krone, der Typ hat hier eine Krone auf und so. Geheimraum! Wartung Welle 12. Oh Gott. Hä? Ist schon auf hier! Oh mein Gott! Wo sind wir denn jetzt? Wir sind auch Pfeile. Was? Das heißt, wir können... Da hinten ist ein Block! Da! Sehr gut. Aber sind hier noch mehr? Der hier, so. Der ist schon mal wichtig. Hier lang. Kann man hier irgendwo langlaufen? Ich guck mal gerade, hier vorne muss locker auch noch irgendwo einer sein. Frage, hier irgendwo. Ist kein Block. Gruselig, ne? Aber ich weiß, hier oben, wo wir langlaufen, jetzt gerade ist doch safe noch einer, oder nicht? Hier, diese geheime Tür hier. Okay, du gehst da rein, ich geh hier mal rein. Hier ist noch ein Block. Warum nimmt ihr denn nicht den Block? So, ich hab auf jeden Fall, warte, ich hab jetzt hier den Block, so. Wieder am Anfang, guck mal, hier geht's wieder in diese normale Welt rein, siehst du das? Stimmt, warte, ist hier noch irgendwo vielleicht ein Block? Oh, wir haben jetzt fast alle Blöcke gefunden, ne? Okay, dann lass die mal zurückbringen, dann wissen die Leute auch schon mal, dass wir schon mal mehr haben. Ja, der Pfeil ist nach rechts. Wir gehen in die falsche Richtung, glaube ich, gerade. Hier, guck mal. Ne, hier können wir nicht lang. Okay, wir müssen hier lang. Hier durch die Tür. Oder sowas. Und in dem Pfeil folgen, müssen wir hier durchkrabbeln. Okay. Meinst du nicht, dass da hinten vielleicht noch ein Block übersehen wurde oder sowas? Hier durchkrabbeln? Gute Frage. Ne, das ist doch Sackgasse hier, oder was? Ne, hier müssen wir lang. Immer nur den Pfeilen folgen. Hier ist der Pfeil. Und, oh mein Gott, okay. So, jetzt haben wir uns fehlen noch 4 Blöcke, oder was? 4 Blöcke nur noch, dann haben wir alle. Also, na, wo sollen denn die letzten sein? Ich sag dir, die suchen doch alle gerade schon überall. Ja, das glaube ich auch. Pass auf da! Hab ich den gehört, glaube ich, in die Richtung. Hast du ihn gehört? Wow! Ja, lass mal durchkrabbeln, wo geht's hier hin? Macht er jetzt hier die Tür auf? Oh mein Gott, denkst du, wir müssen uns ins Karton verstecken? Genau, ja, ich weiß nicht genau. Also, ich habe den gerade schon wieder gehört. Der war doch da gerade, oder nicht? Ja, der war da an der Tür. Und es sind noch 3 Blöcke, das kann ich sagen. Huh? Ja! Guck mal! Wir haben alle Blöcke gefunden! Jawohl! Sehr gut. Und jetzt? Was ist das denn? Siehst du das auch? Was ist das für ein Ding? So grüne Tentakeln! Ja. Was guckt der uns so komisch an? Weiß ich, wieso? Will der die Blöcke klauen vielleicht? Ich glaube schon. Oh nein. Oh mein Gott, es wurden 4 eliminiert. Hast du das gesehen? Was? Okay, die nächste Nacht beginnt. Oh nein. Okay. Ich habe Angst. Ich habe sehr Angst. Also die Frage ist, was müssen wir jetzt machen? Willst du jetzt gleich auch wieder Blöcke finden? Ja, ich glaube, ne, das weiß ich nicht genau. Ich glaube, es ist jede Nacht eine andere Challenge vielleicht oder sowas. Ich glaube auch. Wenn wir alle überleben, dann haben wir es geschafft. Okay, mal gucken. Die nächste Nacht beginnt jetzt in einer Sekunde. Ja, und let's go. Und? Klingt, als wäre Grün wach. Dieses grüne Monster, oder was? Ich glaube, er weiß, dass wir in dem Raum sind. Oh nein. Wir müssen uns keine Sorgen machen um ihn. Er ist blind. Das heißt, er kann uns nur hören, oder was? Oh mein Gott. Okay, dann kommt anscheinend das grüne Monster oder so. Und es kann uns nicht sehen. Ja, hört sich ganz so an. Jetzt müssen wir die Essenspackungen finden. Genau, 15 Stück. Das heißt, jetzt hat die eine gerade schon, glaube ich, ein paar gefunden. Oh nein. Eine habe ich schon. Oh mein Gott, der kommt von unten. Was? Der ist direkt neben uns gewesen. Lauf. Schnell, lauf. Alter, ich hab ihn noch nicht gesehen. Der war direkt neben mir gerade. Ich hab schon 3 Stück. Einer wurde geholt. Oh nein. Musst du die hier reinpacken? Hier, da ist er! Ich hab Essen reingepackt. Er kann es nur hören, ne? Oder? Ah, stimmt, das recht. Weg hier jetzt. Oh mein Gott, die Tür war laut. Ja? Die Tür war laut, glaube ich, gerade. Hier müssten noch mehr sein, glaube ich. Lass mal aufteilen. Hier, du gehst zwei Essenboxen. Alter, 2 Stück in einem Raum. Auf einen Fleck. Sehr gut, hier ist so eine Burg, da gehe ich mal hoch. Ja, bist du gerade, bist du nach links gegangen? Nach rechts von dir, wenn du auf deine Tür. Oh mein Gott, hier ist ein Tunnel. Was ist das denn? Nur, du hast mich langsam gemacht. Hä, aber die Tür ist verschlossen hier. Ja, wo bin ich denn jetzt hier? Ich bin jetzt irgendwo. Orange Hideout. Hä, wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Das ist irgendwie viel größer als das andere von eben, ne? Ja, die Map ist anders jetzt gerade. Du bist nach rechts gegangen, oder was? Ja, in so eine komische Burg rein, aber da ist noch hier gerade gar nichts mehr. Ne, also einen habe ich hier noch gefunden, aber ich muss auch noch da gucken. Es ist hier ein riesiges Tunnelsystem jetzt. Okay, warte mal, ich gehe nochmal ganz kurz. Ist hier vielleicht was? Da bist du. Hier, genau. Und hier lang was jetzt. Was ist denn hier? Nee, hier kann man nicht rein. Ich bin da eben schon hoch, da oben ist nichts. Okay, warte, dann komm mit. Hier war eben so ein Geheimgang nach unten. Zeig mal, ja, warte mal. Ja, ich komme jetzt gerade. Hier ist das Theater. Geheimgang hier war nach unten? Oh mein Gott, Digga, das war ein Spieler. Ist er da? Digga, das ist ein Spieler in der Box.
Na gut, dann hat er wahrscheinlich jetzt hier schon... Ja, oh Gott, ja. Es wird schon wieder eingefunden. Hat er wahrscheinlich jetzt hier schon die Foodpacks gefunden, ja, glaube ich. Auf jeden Fall gucken. Ja, also hier ist auf jeden Fall... Wow, da kommt der! Oh mein, das kommt der andere auch nochmal! Oh mein Gott! Schnell, Karton, Karton, Karton! Oh Gott! Oh Gott! Er kommt! Oh, er ist da, er ist da! Sieht er mich? Das ist der Blaue, das ist der Blaue. Ich bin im Karton, ich bin im Karton. Er sieht dich nicht. Oh mein Gott! Oh mein Gott, der sieht mich echt nicht. Okay, komm raus, komm raus. Oh nein, er kommt. Er kommt zurück. Er kommt zurück, schnell. Lauf, 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 lauf. Oh mein Gott. Box, Box, Box. Hier sind Stromkabel, hier sind Stromkabel, aber es geht hier nirgendwo. Hier ist nichts drin, wir müssen... Weg, 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 weg. Oh mein Gott. Oh mein Gott, wir müssen... Oh nein. Müssen wir nach rechts gehen? Hier müssen wir ins Theater. Ich weiß nicht genau. Ins Theater hier hoch. Ah, ins Theater hier hoch? Ja, stimmt. Okay, das Essen wegbringen. Ach, Spielboard wurde schon gefunden. Komm, Essen weg. Zurück. So, jetzt haben wir nur noch... Oh, da hat auch noch... Vier Stück nur noch. Komm schon. Oh, sehr gut, sehr gut. Hat er auch noch Essen, Essen, mehr noch Essen? Mehr, noch mehr, noch mehr, noch mehr, noch mehr. Okay, komm, wir laufen. Wollen wir hier vorne mal lang, nochmal langlaufen? Ja, ja, ich glaube, da vorne muss locker auch nochmal irgendwas sein. Hier oben ist eine Tür. Oh, nein, ja. Das grüne Monster ist da. Ich habe es früher noch nicht einmal gesehen. Das ist hinter uns. Nein, sag mal. Hier, die Werkstatt. Nee, das schnell ist weg, schnell weg, schnell weg, da ist es. Da kommt er, da kommt er. Hier bin ich. Warte, meinst du, ich trau mich links an ihm vorbeizulaufen, soll ich? Nee, mach's nicht, Digga, mach's nicht. Ich weiß nicht, ob das... Dann bist du eliminiert. Nee, hier ist die Märchenwelt, das ist jetzt falsch hier, das ist jetzt falsch. Oh mein Gott. Ich guck, ob das grüne Monster vielleicht wegläuft. Was ist auch hier oben? Kann man hier so reingehen? Das hört uns nicht, ne? Das hört uns you nicht. You slowed also, me down. Oben. Ich glaube, der ist auch durchgezogen, der grüne. Ja, der ist weg, der ist weg. Oh mein er Gott. Ist gerade weg. Gerade vor unseren Augen. Oh mein Gott. Da läuft er mit dem blauen, lol. Okay. Aber hier muss richtig sein jetzt. Hier waren wir. Doch, hier waren wir doch schon. Ja, komm. Hier ist doch jetzt richtig, oder nicht? Ey, hier waren wir doch schon. Hier waren wir schon? Na klar. Okay, ich hab's. Hol das Essenspaket, Kasper, das Monster. Ja, wo jetzt lang? Wo jetzt hin? Bald hin. Wohin? Zum Theater. Ja, da ist doch das Monster, oder nicht? Ja, renn schnell hin. Okay. Oh Gott, ich lauf. Pass auf, pass auf, pass auf. Ich lock es gerade weg. Ich lock es gerade weg. Ich lauf, ich lauf, ich lauf. Ich komm. Platziert. Ja! Okay, Alter, richtig. Das war ganz, ganz knapp gerade. Jetzt haben wir alle Essenspakete gesammelt. Guck mal, das Müsli. Hä? Das orange Monster, nein. Wo ist denn das? Was ist das denn? Lions, das hat das Müsli gemacht. Oh mein Gott, wie viele sind ausgeschieden? Es leben nur noch vier Leute. Wie sollen wir denn das jetzt schaffen? Nee, wir sind zu fünf. Das schaffen wir. Ach, fünf. Stimmt, stimmt. Das schaffen wir alles. Die nächste Nacht geht gleich los, ey. Wir sind die Besten. Das schaffen wir alles. Ist so, ich mache mich schon mal warm. Ich auch. Okay, und eins, zwei. Okay, vier. Sehr gut. Fünf. Immer Box wieder schön hier warm machen. Zack, Box geübt. Die letzte müssen wir noch Nacht überleben. Bricht wir müssen an. Die letzte Nacht noch überleben. Wir müssen die Maschine reparieren. Die Maschine zeigt uns, warum wir wirklich hier sind. Die Lüftungsöffnungen sind undicht geworden. Okay, was da sind anscheinend irgendwelche Fußspuren oder sowas, ne? So, wir müssen jetzt Sicherungen. Hier. Sicherungen. Okay. Ja, wohl hin oder was? Hier. Hier ist so eine Glühbirne. Ja, sehr gut, ja, sehr gut. Hier ist auch eine. Ich habe auch eine. Hier müsst ihr finden. So. Hier ist noch eine. Ich habe auch noch eine. Das Monster kommt gleich von da unten. Ich guck mal, ob es hier noch mehr Sicherung ich gibt. Angst, dass hier jetzt irgendein Ding gleich kommt, ey, Mann. Ja, das Ding ist, hier jetzt auch noch das orange Monster da, ne? Ja, drei Monster laufen jetzt hier okay, schon rum vor dem Monster. Oh, nochmal, ich hab noch mehr Sicherung. Das Sicherung. Oh mein Gott, das grüne Monster ist direkt vor mir. Ich warte jetzt ganz gut, bis das grüne Monster weg ist. Das ist direkt vor mir noch. Oh Gott. Oh mein Gott, jetzt sehe ich, was ist blau, was ist das jetzt kommt denn? Das Monster. Pass auf die Sicherung, auf die Lüftungsschächte, da gucken Hände raus. Oh mein Gott, das Monster hat einen geholt. Oh mein Gott, ich wurde erwischt. Was? Ich bin gestorben! Als ob, wie kannst du erwischt werden? Also ich habe jetzt gerade dieses grüne Monster fast geholt, ja, ne? Also du musst, ich bin wieder da, ich konnte respawnen. Ey, aber du musst echt aufpassen, denn du darfst nicht an die Lüftungsschächte ran. Da Wieso? Sind Hände, die rausgucken. Ach, als ob. Ja, und die haben die, auch egal, auch wenn du richtig weit an denen vorbeiläufst, kriegen die dich trotzdem gegriffen. Du musst da echt aufpassen, du kannst da nicht lang Oh mein Gott, das grüne Monster ist direkt neben mir. Ich bin doch jetzt extra außen rumgelaufen. Okay, hier muss ich die Sicherung, ich habe jetzt mal weitere Sicherungen. Ich habe jetzt hier... drei Sicherungen gebracht. Du musst auch, geh nicht dran vorbei, auch nicht Alter! Nee. Bist du gestorben? Digga, das ist ja, ich bin ganz links gegangen. Also ich bringe auf jeden Fall jetzt Mann, hier Mann ey, ja, ich bin jetzt auch gerade wieder hier. Jetzt habe ich aber meine eine Sicherung verloren. Verdammt, ey, da darf man gar nicht vorbeilaufen. Oh nein! Der kommt da. Der darf da auf gar keinen Fall vorbeilaufen. Ja, aber dann ist hier irgendwo... Oh mein Gott! Irgendwo eine Sicherung? Der ist auf mich gerade zugelaufen, der Blaue, und dann ist auf einmal stehen geblieben. Das war ganz, ganz knapp gerade. Wie können wir denn am besten orange füttern? Wir müssen orange füttern. Orange füttern, gute Frage. Oh Gott. Uns wird, glaube ich, zwei Sicherungen. Richtig sauer. Ja, hier ist meine. Okay, jetzt sind gerade keine Arme da dran. Wir sind gar nicht vorbeilaufen. Ja, sehr gut. Die Fußspuren zeigen auch wieder dahin. Letzte Sicherung dann jetzt. Hier, ich hab die beiden. Ja, dann los. Bring hin. Schnell, das ist die letzte Nacht. Ich und komme. Der Generator wird uns zeigen, wie wir wieder nach Hause kommen. Jawohl. Und ab Rainer mit und zack. Oh mein sehr Gott. Gut. Okay, jetzt haben Endlich. Wir auf jeden Fall... alle Sicherungen. Oh Gott. Was passiert jetzt? Die Maschine geht an, der Generator geht an. Was passiert jetzt? Was passiert?
Das sollte nicht passieren. Oh, was ist das denn? Oh nein. Was? Oh nein. Es ist zu dunkel, um die Maschine zu sehen. Oh nein, es sind noch mehr. Ja, er ist ausgeschaltet worden, direkt vor meiner Nase. Vier Leute nur noch. Ey, was? Hier ist es einfach mitten in der Nacht. Es ist einfach übel dunkel. Okay, Kasper, er lässt uns gehen, ne? Wenn wir quasi... Okay, wenn wir... Ja. Wenn wir den Power-Generator wieder anschalten, ja. Ne? Ja. Und wir haben okay, sogar aber da Taschenlampen. Waren irgendwo Taschenlampen. Okay, dann erstmal eine holen hier. Hier, ich schnapp mir auch gerade eine. Nur vier Stück, so. Ne? Zack. Okay, du kannst sogar noch Beleuchtung anschalten. Das ist auf jeden Fall auch gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, jetzt müssen wir anscheinend 9 Batterien finden. Wo sind die denn jetzt 9 hier? 9 Batterien. Die gehen jetzt, glaube ich, hier runter. Der geht noch. Oh mein Gott. Pass auf da jetzt, ne? Okay, hier ist, glaube ich, nichts. Oh, ist hier vorne irgendwo noch. Sind hier Batterien? Hier sind noch Batterien drauf, aber ich kann da nicht hin. Nee, die sind auch die falschen, das sind nur diese Videobatterien, oder? Okay, wir brauchen diese richtig guten Batterien, oder was? Ja. Pass auf die Arme auf, ne? Oh Gott! Ja, warum ja. sind die? Pass auf. Ich wollte es gerade sagen. Hier ist. Ja, okay, warte mal. Hier ist ein Theater. Das eine, hier! So sehen die also aus. Okay, die sind echt. Nummer 1. Okay. Hier noch eine. Oh Gott, sehr gut. Nummer 2. Oh mein Gott, ich höre einen. Ich auch im Lüftungsschacht schon wieder. Oh mein Gott. Der krabbelt zum anderen Lüftungsschacht. Pass auf, da der jetzt. Der krabbelt gleich. Uns hinterher irgendwie. Ja, safe. Oh mein Gott. Oh, oh mein Gott. Oh mein Gott! Oh mein Gott, lauf! Karton, lauf! Lauf! Batterie! Hier ist eine Batterie noch! Lauf weg! Nee, hier ist auch keine mehr. Dann hoch vielleicht. Die Hochburg hochlaufen. Ja, oder wir gehen hier weiter. Schnell hoch. Ja, warte, ich guck mal oben. Oh ich kann nämlich noch hier nach unten laufen. Oh die Hände sind nämlich gerade nicht da. Jetzt kann ich hier nämlich in den Raum reingehen, wo ich eben nicht konnte. Aber hier sind keine Batterien. Ja. Bist du lang gelaufen jetzt? Hier lang oder was? Hier links? Ja, okay, sehr gut. Okay, warte mal, lass mal, pass auf die Hände auf. Dann lass mal jetzt hier. Oh mein Gott. Lass hier kurz die Batterien wegbringen. Ja, safe. Aber wir haben jetzt nämlich schon echt viele gefunden. Ich habe jetzt hier 6. Bam. Oh Gott, da kommt der. Hast du die rangebracht? Ja, habe ich rangebracht. Nee, doch nicht. Hab ich hast du nicht? Warte mal. Oh Gott. Nein. Er sieht uns! Karton raus! Oh mein Gott. Er sprintet. Nicht bewegen. Du hast dich bewegt. Digga! Oh mein Gott! Pass auf, jetzt kommt gleich zurück. Du musst jetzt so bleiben. Gleich kommt dieser kleine Racker, ne? Ja, ich bleib so. Alter. Darfst aber nicht in seiner Linie sein. Hey, du hast die Batterie nicht abgegeben. Da kommt er. Ich glaub, du hast 3 Batterien, ne? Zwei Stück. Er kommt jetzt. Durch die Tür? Nein. No! Warte mal, das ist knapp gerade. Oh mein Gott. Okay, ich bring die Batterien jetzt weg. Okay, noch eine Batterie, ne? Eine Batterie. Eine letzte. Ich bin jetzt auch gerade hier mit dir unterwegs. Ja. Hier lang. Ah! Ja! Haben wir es geschafft? Ja, wir haben es, Die Batterie hab ich geholt, ne? Sehr gut. Und jetzt geht der Generator Power wieder, geht wieder an. Wir müssen wieder Strom. Licht. Okay, sehr Licht. Gut. Wir haben wieder Strom. Also er lässt uns jetzt gehen, aber wir müssen unsere Party-Tickets einlösen. Also er macht so eine Abschiedsparty. Okay, korrekt. Aber wollen wir überhaupt eine Abschiedsparty haben? Wenn die Party vorbei ist, dann lasse ich euch alle gehen, sagt er. Ich verspreche es. Er verspricht es. Ich meine, guck mal, der wird doch nicht sein Versprechen brechen oder was? Also warum sollte er dann? Ist ja einer draufgegangen? Wir sind nur zu dritt. Was? Oh nein, ey. Okay, also, Angst, dass jetzt irgendwas ist halt die Frage, denkst du, ich warte mal, der ist typisch Veteran, ne? Hier, mein Ticket. Ich hab auch ein Ticket, aber ich weiß nicht, ob ich da reingehen möchte. Lol, das muss da rein hier in den Automaten. Hast du es jetzt gerade reingemacht? Ja. Oh mein Gott. Doch, mach auch rein, komm. Er meint so, I won't get hit. Oh nein, mach auch da rein jetzt, schnell, komm. Ich mach Box. Was machst du? Ich bin doch nicht alleine hier auf der Party. Ich bin so froh, dass du es geschafft hast, sagt er. Ich glaube, jetzt hast du es... Oh nein. Jetzt hast du irgendwas gemacht, weil du es da reingesteckt hast. Jeder soll ein Stück Kuchen bekommen. Siehst du das auch? Ja, ich sehe es auch. Und dann kannst du in den Ausgang nach Hause. Viel Spaß dann. Ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich so ist. Ey, du musst jetzt die Tickets machen. Ihr hättet die abgeben müssen. Nein. Ey, guck mal, wir sollen die Ballons nicht... Ist nur Obby, wir sollen die Ballons nicht kaputt machen. Don't pop the Ballons. Oh nein. Oh mein Gott. Oh nein. Wieso hab ich überhaupt so einen Hut auf? Ist so, weil du das Ticket gemacht hast. Jetzt! Nicht berühren. Okay, nicht berühren die Ballons. Hier ist der Kuchen! Hier und jetzt? Hier raus einfach nur durch den Ausgang oder wie? Ja, aber wir müssen doch erstmal die Dings finden, oder nicht? Diese Tickets? Ah, ein Ballon! Nein, der platzt jetzt hier! Der platzt genau bei uns! Oh. Er kommt! Nein! Mach auf! Oh mein Gott. Hier hoch irgendwie! Geht nicht. Man kann nicht springen. Oh mein Gott. Leiter, hier ist eine Leiter. Leiter, nimm die Leiter. Nimm die doch, das geht nicht. Box, ich kann auch mich auch nicht in eine Box verkriechen. Der kommt jetzt. Oh mein Gott. Wir müssen die irgendwo hinschieben. Ja. Jetzt. Es geht runter. Ja. Noch weiter, da ist eine Box runter. Die Box ist im Weg. Jetzt hoch. Wow. Da kommt der. Wir sind uns, beeil dich. Oh nein, beeil dich. Beeil dich. Hier lang. Rechts. Oh mein Gott, der ist direkt hinter uns. Hier ist Licht. Ich weiß nicht, das sieht aus wie tot. Oh mein Gott.
Nein. Ducken! Ducken, ducken! Ducken! Du hast recht, er ist hinter uns! Auf! Da! Da! Er ist ganz oh da! Oh mein Gott, hier ein Zaun, da können wir raus! Können wir echt entkommen? Ja! Oh Gott. Ich weiß nicht. Denkst du, wir sind so. Oh Gott, ich hab so Angst! Ich glaube hier. Nicht. Kommt er da jetzt raus? Kommt er da jetzt raus? Jetzt hier! Mach auf! Nein! Mach doch bitte! Da kommt er! Da kommt er! Oh, er kommt! Oh nein, wie schnell er ist, wie schnell er ist! Er sieht auch so hungrig aus! Oh! Oh mein Gott! Guck mal! Er geht zurück in die Fabrik und ist eingesperrt! Können wir jetzt hier rausgehen? Oder? Wir haben überlebt! Ja! Juhu! Das soll's gewesen sein, Freunde. Wenn ihr von der Welt sein möchtet, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Checkt mal die beiden Videos aus. Haut rein, bis morgen. Ciao, ciao.